Guten Abend. Ja, ich wollte hier nochmal mit euch zusammenkommen. Ich wollte ein Haul drehen. Eigentlich wollte ich das bei Insta hochladen, also als Story. Das habe ich jetzt aber nicht mehr geschafft, weil der Tag hat heute Morgen schon wieder um 6 angefangen und ja, arbeiten, Nägel machen, Pferd, ja, dann ist der Tag schnell mal zu Ende. Aber bevor ich lange rede, fange ich doch einfach mal an. Ich fange an mit dem, was ich mir gestern gekauft habe. Und zwar war ich bei Action. Ich habe das bei Insta schon gezeigt, aber das interessiert hier ja keinen. Und zwar ein Tropical Coconut Oil für die Haare, weil ich im Moment so unglaublich trockene Haare habe. Wie ist das? Das ist ein gewollter Messy-Look mit den Haaren. Ja, und ich bin mal gespannt, wie das ist. Könnte mal. Also ist keine Folie drauf. Es riecht nach Kokos. Und nicht mal nach künstlichem Kokos, sondern nach richtigem Kokos. Gar nicht schlecht. Und noch bei Action habe ich gekauft ein Elisa Liony Serum. Das habe ich aber für meine Freundin gekauft. Entschuldigung, ich hatte ihr schon mal ein paar Ampullen gekauft. Die fand sie total klasse. Die habe ich leider bis jetzt noch nicht wiedergefunden. Das ist ja bei Action immer so, es gibt was und es gibt was nicht. Und das ist jetzt so ein Glow Serum und das wird demnächst an sie weiter wandern. Dann war ich bei Pieper. Wir haben einen Pieper hier bei uns in Bremen in der Waterfront. Da bekommt man Liese Kosmetik. Pieper, warum nicht in allen Läden? Verstehe ich nicht so ganz. Entschuldigung, ich muss leider ein bisschen husten. Ich habe leider Husten. Da habe ich mir nochmal, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, diese Farbe gekauft. Ich versuche mal, sie zu lesen. Dazu muss ich mal eben die Brille aufsetzen. Und zwar Equinox heißt sie. Das ist so ein Gelb. Und jetzt kann ich das ja mal rausholen. Ich habe euch das gestern schon mal so halbwegs geswatcht. Ich gehe da einmal mit dem Finger rein. Zeige euch das mal hier. Ja, und bäm, da ist sie, die Farbe. Ja, ich bin ja total begeistert von Liese Cosmetics. Seitdem ich die ersten Farben gehabt habe, ich finde es mega. So, dann hatte ich bei Insta eine Story gepostet. Wie gesagt, ich war bei Action und da gab es diese Palette. Die hat 4,95 € gekostet. Übrigens, das Serum kostet 1,89 € und dieses Coconutöl hat auch irgendwie 1,95 € oder so gekostet. Auf jeden Fall hatte ich die dann gepostet und jeder hat gesagt: Hast du die gekauft? Hast du die gekauft? Die gebakten Lidschatten von Action wären so toll und so weiter und so fort. Naja, da bin ich nochmal zurückgegangen. Also, was ich total cool finde, ist dieser Riesenspiegel und der ist wirklich gut. Ja, und die Farben, ja, die reißen jetzt nichts weg hier, ne? Also ich kann mal so ein, zwei, ich gehe mal hier in so ein, zwei Farben rein. Ja, vielleicht noch in das, damit ihr mal sehen könnt, in dieses Blau bin ich auch gegangen. Also hier, ne? Ich habe die jetzt hier auf dem Finger, da auf dem Zeigefinger ist noch der von Liesl Cosmetics. Ich versuche euch das mal hier so zu swatchen. Ja, da passiert jetzt nicht das meiste, ne? Obwohl der in der Mitte schon ganz schön bäm ist. Man muss halt auch mal sehen, wie die dann nachher auf dem Auge halten. Das ist es ja auch immer. Wenn die so beim Swatchen ganz okay sind, wie die dann nachher auf dem Auge bleiben. Darauf kommt es ja dann auch an. Ja, dann hatte mir eine liebe Instagram-Kollegin von P2 diesen Augenbrauenstift geschickt. Ich hatte ja in meiner letzten Insta-Story hatte ich ja erzählt, dass ich diese Augenbrauenstifte so mega finde. Ich habe den heute übrigens auch drauf. Die sind super einfach zu benutzen. Das geht ruckzuck und die Augenbrauen sind fertig. Das ist jetzt eine Farbe dunkler, als ich sie hatte. Ich hatte die Farbe nur aus 31 und das ist, glaube ich, 32 oder 33, ich weiß nicht genau. Das ist mehr so aschig und dunkel. Meiner war so ein bisschen rötlich, passend zu meinen roten Haaren.
Ja, was machen wir als nächstes? Als nächstes zeige ich euch noch eine Zahnpasta und zwar von Oral-B Pro Repair für Zahnschmelz. Die habe ich nicht gekauft, denn jeder, der die Rossmann-App hat, weiß, dass im Moment wieder die Schüttelbons aktiv sind. Und ich habe gekauft und ich habe geschüttelt und da habe ich diese Zahnpasta gewonnen. Und ich finde, das hat sich diesmal tatsächlich richtig gelohnt, weil diese Zahnpasta kostet im Original 3,99 € und ich habe sie umsonst gekriegt. Darüber habe ich mich gefreut. Dann war ich gestern auch noch bei DM und habe diese zuckersüße limitierte Handcreme in Form eines Pandas gekauft. Kostet 2,95 €, habe ich aber nicht für mich gekauft, sondern das ist für eine Freundin. So, und dann habe ich heute noch ein wundervolles Paket von Flaconi bekommen. Und zwar gab es da 20% letzte Woche irgendwann. Und ja, ich bin ein Opfer, ich weiß, und ich gebe es zu. Da konnte ich nicht dran vorbei. Ich wollte sie mir erst nicht kaufen. Ich wollte standhaft bleiben. Naja, das hat ja jetzt nicht so toll geklappt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, mit 20%, wer kann da schon Nein sagen? Könnt ihr das sehen? Ist das nicht süß? Und die Pinsel aus den LEs bei Essence und Catrice, die sind wirklich, wirklich toll. Ja, einmal habe ich mir den Highlighter hier gekauft in der Farbe. Ja, Moment. Ready 02, den gab es auch noch in so einem Gold, aber Gold ist nicht so meins. Ich mag das lieber ein bisschen glowy und heller. Jetzt nur wüsste, wie ich den aufkriege. Ja, so sieht der aus. Schön shimmering. Auch den versuche ich euch mal zu swatchen. Der ist eher so ein bisschen puderig. So sieht das auf dem Finger aus. Ja, das ist schon ordentlich, oder? Ja, den werde ich mal ausprobieren. Muss mir das mal so ein bisschen wegmachen. Dann war da so eine Blush-Palette bei. Der hier ist ja ordentlich. Der wäre was für die liebe Jenny. Wobei ich nicht glaube, dass die Sachen von Essence benutzt. Ich weiß es nicht. Ja, und dann einfach dieses Packaging von der Lidschattenpalette. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? Ja, es hat scharf gestellt. Das Licht blendet so ein bisschen. Die ist schon schön. Die hat jetzt nicht, ich habe da schon mal so ein bisschen drin rumgeswatcht. Die hat jetzt nicht die dollste Pigmentierung. Ich, Leute, Moment mal, ich muss mal hier so ein bisschen meine Finger sauber machen. Ich sitze ja hier an meinem Nageltisch. Da habe ich ja alles so ein bisschen greifbar. Jetzt muss ich das erstmal ein bisschen trocknen lassen, damit das auch gleich richtig ist. In der Zeit zeige ich euch eben was anderes. Und zwar habe ich mir natürlich auch diesen Scene-in-Eye-Primer von Catrice bestellt. Den wollte ich gerne mal testen. Ich muss ehrlich sagen, ich mag lieber meine High-End-Primer. Tut mir leid, bis auf den Essence. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Der ist auch aus dem Sortiment genommen worden. Verstehe ich bis heute nicht. Aber den mochte ich auch ganz gerne. Also diesen 10-in-1-Primer, der soll ja können. Ich setze mal eben auf. Priming, Hydrating, Anti-Wrinkle, Natural Glow, Anti-Pollution, Anti-Oxidation, Pore-Minimizing. Evens out Skin Tone, Blur, Imperfections und UV Protection, SPF 15. Oh mein Gott, der kann einfach alles, ne? Ich würde jetzt mal sagen, wie heißt er noch? Ich komme gerade nicht auf den Namen. MacGyver. Das ist ein MacGyver Primer. So, jetzt bin ich auch wieder trocken. Ha ha ha. Jetzt swatche ich mal hier so ein paar Farben. Machen wir auch wie eben. Hier sind die auf dem Finger. Also so schlecht pigmentiert sind die nicht, obwohl die hellen, ah, da könnt ihr die sehen, das sind ja eher so Schimmertöne. Jetzt will ich auch mal, da ist ja so ein Gelb mit drin, ne? So an Pac-Man angelehnt. Übrigens haben viele gesagt, dass sie die Palette nicht so farbenfroh finden und das nicht so toll finden. Auf der anderen Seite finde ich, das ist eine tolle Palette, die man auch im Alltag verwenden kann.
Und wenn man mal so einen Eyecatcher haben will, kann man das Gelb wunderbar benutzen. Weil ganz ehrlich, diese mega bunten Paletten, wer benutzt die im Alltag? Ich nicht, nein. Obwohl ich habe heute ja Gelb drauf, dieses Gelb von L'Oreal. Das mag ich übrigens sehr gerne, diese Oily-Lidschatten. So, jetzt habe ich nochmal die letzte Reihe geswatcht. Hier könnt ihr das sehen. Mein Arm ist trocken. Also, die Pigmentierung ist nicht die schlechteste, oder? Und ich finde einfach, das ist eine schöne Alltagspalette, die kann man so mitnehmen. Gut, da ist jetzt kein Spiegel drin, aber hallo Leute, was wollen wir für Ansprüche stellen? Ne? Das sind Preise. Ja. So, dann habe ich mir noch bestellt, gab 20% so ein K-Aufhänger. Finde ich ja, ich mag die unglaublich gerne riechen, muss man eben die Brille aufsetzen. Von Yankee Candle in der Duftrichtung Vanilla Cupcake. Ja, ich mag süß. Ich mag ja auch süße Parfums. Der musste auf jeden Fall noch mit. Nein, nein, habe ich gedacht, warum hast du nicht mehr bestellt? Aber gut, ist ja auch egal. Dann war zur Probe noch von Weleda eine Bodylotion. Oh, ich muss jetzt auch wieder die Brille aufsetzen, Leute. Ich sehe es nicht, ne? In Mandel Pflegelotion. Finde ich übrigens total gut. Die Produkte von Weleda mag ich sowieso sehr gerne. Meine Mutter hat unglaublich gerne Weleda benutzt. Und dann von, ich lasse jetzt mal eben die Brille auf, ne? Von Zadig und Voltaire. This is her. Okay. Das war auch noch mit drin. Und eine Probe von Black Opium. Das ist auch immer was für mich. Ich mag ja so süße, schwere Düfte. Ihr Lieben, das war's. Das reicht auch, ehrlich gesagt. Ja, gibt nichts mehr zu sagen. Wir sehen uns demnächst. Ich wünsche euch was. Tschüss.